Voller Einsatz im Training bei Union Berlin. Am Samstagabend kommt mit Borussia Dortmund eine echte Spitzenmannschaft ins Stadion an der Alten Försterei. Der Kampf um die Plätze in der Startelf ist bei den Berlinern im vollen Gange. An Borussia Dortmund hat Union eigentlich ganz gute Erinnerungen. Im DFB-Pokal hatten die Eisernen zuletzt erst in der Verlängerung gegen den BVB verloren. 2 Jahre zuvor hatte Union im Elfmeterschießen das Nachsehen. Stürmer Sebastian Polter zeigt sich vor dem Spiel am Samstag optimistisch. Und sicherlich kommen da am Wochenende einige Spieler, wo zu den Besten der Welt auf ihren Positionen gehören. Und wir haben gegen Dortmund 2-mal gespielt, wir haben 2-mal 90 Minuten nicht verloren. Wieso soll das am Wochenende nicht auch so sein? Fehler gegen den Titelkandidaten Borussia Dortmund würden sofort bestraft werden, warnt Union-Trainer Urs Fischer. Weil das ist ja auch eine Stärke von Dortmund. Wenn sie dann Balleroberung haben, ihr Umschaltspiel, diese Geschwindigkeit ist dann unheimlich schwierig auch zu verteidigen. Also gilt eigentlich wirklich da anzuknüpfen ans Augsburg-Spiel und sicherlich solche Fehler, wie wir gegen Leipzig gemacht haben, nicht zu wiederholen. Nach 2 Siegen gegen Augsburg und Köln reist Borussia Dortmund als Tabellenführer nach Berlin. BVB-Trainer Lucien Favre möchte natürlich auch beim Aufsteiger Union Berlin gewinnen. Doch das werde nicht einfach, warnt er. Sie sind sehr gut organisiert. Wenn ich das sage, das ist kein Geschenk. Sie sind sehr gut organisiert, sehr, sehr athletisch. Sehr, sehr athletisch. Da haben wir manchmal auch ein wenig Problem, wenn die anderen athletisch sind. Ja, man muss nicht vergessen. Und so, wir müssen uns auf alle Fälle vorbereiten. Pressen Sie hoch, pressen Sie im Mittelfeld, warten Sie, wollen Sie kontern, sowieso, wir müssen unser Spiel machen. Auf die Fans kann Union Berlin sicher auch gegen Borussia Dortmund bauen. Das Spiel ist lange ausverkauft. Anstoß im Stadion an der Alten Försterei ist am Samstag um 18:30 Uhr.